sag mal so, Fastfood-Restaurants waren jetzt nicht unbedingt immer auf seiner Reiseroute. Von Wolfgang Gangerl, Clemens, herzlich willkommen bei uns. 27 Jahre auf Weltreise mit dem Boot unterwegs. Wie kommt man auf so eine Idee? Tja, ich bin halt ein Abenteurer, war ich schon immer eigentlich. Und habe mir gedacht, irgendwann muss ich fort, weil bis zu 60 oder 65 arbeiten, dann ist das Leben weg. Also wir haben Sie besuchen dürfen, und zwar an dem Ort, wo alles begann. Hier hat alles mal angefangen. 10, 11, 12. Auf diesem Parkplatz in Roding begann Wolfgang Clemens 1975 mit dem Bau seiner Yacht. Ich sage immer, lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Er wollte raus aus der Zwangsjacke der Zivilisation. 12 Jahre brauchte er dafür. Dann war die 16-Meter-Yacht fertig. 1987 verscherbelte er Hab und Gut und war dann mal weg. Seitdem ist die Welt sein Zuhause. Unterwegs ist er beileibe nicht nur zu Wasser. Wolfgang Clemens lässt kein Abenteuer aus. Wenn er mal wieder für kurze Zeit in Bayern ist, hält er Vorträge, füllt so die Reisekasse wieder auf. 30 Euro Miete zahlt er in Roding für einen umgebauten Schuppen. Sein Bett wird bewacht vom Fell eines Schneeleoparden. Ein Dankeschön aus Tibet für den Lebensretter aus Deutschland. Die Geschichte wollen wir natürlich hören. Lebensretter in Tibet, was haben Sie gemacht? Nein, ich habe die Kora um den Kailash gemacht und wir haben also nur in Jurten übernachtet und in einer Jurte war also eine Frau, die war schon mit hohem Fieber im Hintergrund gelegen und der Hausherr hat uns gefragt, ob wir die Medizin haben. Da haben wir natürlich da Antibiotika und etliche Medizin da gelassen, sind zum Kailash, 14 Tage später sind wir wieder zurück. Da habe ich natürlich sehen wollen, ob die Frau gestorben ist oder ob sie noch lebt. Nein, sie hat sich bester Gesundheit erfreut. Ist das so eine dieser außergewöhnlichen Bekanntschaften, die Sie gemacht haben? War es ein Highlight oder gibt es da noch andere? Oh mein, da gibt es ja so viele Sachen. Da müssen wir mal eine ganze Stunde reden oder noch länger. War vielleicht dieser Herr hier ein Highlight, nämlich diese schnuckelig kleine Katze? Naja, das ist im Tigerkloster in Thailand. Und da habe ich mit dem Lama geredet, da sage ich hier. Ich bin also ein Journalist, obwohl ich selber gemachte Presseausweise habe. Aber das gelingt mir immer, so einiges zu ergattern, zu erreichen. Und so habe ich also mit dem Lama selber zu den Tiger dürfen. Aber haben Sie da keine Angst? Entschuldigung, das ist ja nicht so, dass die jetzt da gefährlich sind. Für was sollen wir denn Angst haben? Ich könnte ja beißen. Also ich meine, das waren ja jetzt mal nur eine Art von Tieren, die Ihnen da begegnet sind. Sie haben insgesamt auch 6000 Tauchgänge gemacht auf Ihren Reisen. Da glaube ich, gab es auch ab und an mal so einen Hai, der mal vorbeigeschaut hat. Ja, und da ist öfter was passiert. Ich habe da durch die Taucherkrankheit gekriegt, weil ich lange also in tiefen Gegenden war. Wurde laufend von einem Tigerhai patrouilliert und habe mich nicht weggetraut und war dann in der Deko-Zeit. Habe dann ein Jahr mit Benz, also Stickstoffblasen. Wie oft würden Sie sagen, sind Sie den Tod von der Schippe gesprungen in diesen 27 Jahren? Ja, das war heuer wieder mal ganz knapp. Also war vier Tage im Koma gelegen in Thailand. Und wo ich heimgekommen bin, hat mein Sohn gesagt, Vater, Katz hat 7 Leben, du hast 15. Aber Sie ziehen es trotzdem weiter raus, oder? Auf die Weltmeere. Aber hallo, unbedingt. Wir haben vorhin das Schiff gesehen, das Sie gebaut haben. In 12 Jahren, was haben damals eigentlich die Nachbarn zu Ihnen gesagt, wenn da einer sein eigenes Schiff zusammenbastelt? Ja, die haben am Anfang richtig gleich verarscht, wo ich also die Grundform unten den Helg gebaut habe. Gang, was baust denn du da? Sag ich, Abschussrampen zum Mond. Und haben sie mir auch geglaubt, aber bis nachher später. Aber dieses Boot gibt es nicht mehr? Nein, das ist dann leider gescheitert und da ist also auf den Seychellen. Da sehen wir es noch ein bisschen, die Reste. Ist gestrandet, ja. Und da ist die Welt für mich zusammengebrochen, aber da hinten liegt schon wieder mein neues. Und ich sage aber, das Leben ist wie das Meer, einmal auf, einmal runter, einmal rau, einmal hässlich. Man darf bloß nicht ausgeben. Es gibt wieder einen Lichtblick, wo man wieder durchkommt. Ja. 27 Jahre auf Reisen. Manche sparen sich ja fast ein ganzes Leben zusammen, um einmal für 2 Monate auf eine Weltreise zu gehen. Wie schaffen Sie es, sich finanziell über Wasser zu halten? Ja, ich habe eine Firma gehabt und da hat es also 10 Jahre gereicht. Ich war 8 Jahre permanent unterwegs, bin also überhaupt nicht nach Hause gekommen. Und jetzt mache ich unterwegs immer Charter. Und wer eigentlich Lust hat, www.sy-bavaria.de, der kann also mit mir mitfahren. Und da mache ich also meine
teilweise meine Einkünfte. Dann mache ich wieder Abenteuerreise. Also ich bin 8-mal um die Erde zu Land und zu Wasser und habe also sehr viel erlebt. Und so werkelte mich also um die Welt und mache immer meine Abenteuer, die ich später dann ein bisschen verkaufen kann. Wie stellen Sie Ihre Reiseroute zusammen? Sitzen Sie in der Früh auf Ihrem Schiff, trinken einen Kaffee und sagen sich, ach, jetzt schaue ich mal auf den Malediven vorbei. Und ja, nach was geht das? So war das auch früher schon. Ich bin also 2 Jahre mit dem Rucksack durch Afrika und hatte also überhaupt kein Guidebuch dabei und habe mich einfach treiben lassen und habe also die unmöglichen Sachen erlebt. Ich war hautnah bei den Gorillas, der hat sich vor meine Füße hingelegt. Und Diana Fossi hat ein Jahr gebraucht und der Gang bloß 10 Minuten. Ja, es ist wirklich wahr. Und mein Guide hat mir gesagt, oh, der hat einen silbernen Bart und der hat einen silbernen Rücken und du einen silbernen Bart. Wahrscheinlich hat er gemeint, du bist sein Bruder. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Das Schiff hieß Bavaria oder heißt auch noch Bavaria 2. Ist damit das Heimweh ad acta gelegt gewesen oder gibt es das ein ab und an, das Heimweh? Da bin ich daheim. Ja? Ja. Und nach Bayern oder sowas, wenn man dann mal wieder schon, da ist? Weil ich hab also eine richtige Perle, mein Seppi, das ist also ein Ableger aus Afrika, so ein Souvenir, was ich mitgebracht habe, lebt also mit seiner Mutter hier in Deutschland und den liebe ich über alles. Und da komme ich jetzt wieder öfter nach Deutschland als wie früher. Also früher hat mir eigentlich gar nichts so hergezogen, obwohl ich ja 2 Kinder habe, aber die sind aus dem Schneider, die sind erwachsen, die brauchen einen Vater nicht mehr. So, wo geht's hin? Wo ist der nächste Reiseort? Ja, da geht es also jetzt wieder Mai, nach Thailand, wo ich also bis zum Mai Charter mache. Und dann geht es also runter Indonesien zu den Molukken und dann Westafrika, Westaustralien und dann wieder Madagaskar zu meiner Lieblingsinsel. Ah. Ah, Traum. Ich beneide Sie auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen toi 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 auf Ihren Reisen und vor allem auch viele, viele nette Bekanntschaften, sei es auf Ihrem Boot selber, wenn Sie mit Ihnen reisen oder wenn Sie von Bord gehen. Dass Sie da auch immer freundliche und nette Leute und Tiere auch erwischen. Vielen Dank für den Besuch. Danke auch.